Guten Tag. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Okay, Moment. Schnell richtig hinsetzen. So, dann mal rein. Und wir können hier im Wohnzimmer reden. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh, no! My poor Adrian! Does the name InstaHeat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Okay, dann können wir uns jetzt hier ein bisschen umgucken. Come on. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Okay, was haben wir da? Irrenarztfontänen, irgendwas. Bietet gestörten Verhör an, oder? Ich hab's gar nicht richtig lesen können. So, you're a friend of Courtney's? Yes, doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I want to give you something to calm your nerves. I want to take you on a journey. A journey back. I want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. Okay. Ach so, bietet gestörten Veteranen Hilfe. Okay. Ich will das nicht nochmal sehen. Ah, ich wollte es nur nochmal lesen. Nein! Nein, geh weg. Kann man das wegmachen? Nein. Make yourself comfortable. Mist, warum nicht? Sorry, wir müssen uns jetzt nochmal angucken, wie er ihn unter Drogen setzt. Ich kann es leider nicht abbrechen. Oh, doch, da, oder? Na, was passiert jetzt? Ah, okay. Doch, ich kann es also doch abbrechen, nur mit einer ungewöhnlichen Taste. Ah, gesammelte Zeitung, 1 von 13. So, was haben wir noch? Da liegen noch irgendwelche Streichhölzer oder sowas. Kavanaugh's. So who brought this home? Was ist das Kavanaugh's? Ich kenn's nicht. Aha, irgendeine Bar, okay. Maybe Adrian was a patron. R and I should have an address. So, der Erkennungsdienst findet ein Telefon, um nach der Adresse zu fragen. Okay. Man kann also immer mal nachfragen. Ein Telefon. Wahrscheinlich im Wohnzimmer oder in der Küche, würde ich sagen. Da liegen noch mehr davon. Okay. Also nichts Neues, nur weniger Streichhölzer verbraucht. Was gibt's denn hier im Kühlschrank, Müll. Hier kann ich rausgehen, aber das will ich jetzt gerade mal noch nicht. Ich will erstmal kurz das Haus checken. Wow. Dramatische Musik. Was ist das? Ein Bügeleisen? Und Oxidol. Was ist denn Oxidol? Probably nothing.
Okay, nicht alle Objekte sind für eine Untersuchung relevant. Don't think this is anything. Aber es ist ein Bügeleisen und ein ziemlich schön schick altes. Okay, da ist also nichts Interessantes. Was haben wir hier noch? Nichts Wirkliches. Na gut, dann gehen wir mal kurz raus. So, da können wir nicht rein, weil es ist ja nicht Gold. Also die Türklinke ist nicht golden, hier stehen Blumen rum. Dazu sagt er mal nichts. Nö. So, und das da scheint der besagte Boiler zu sein. No use leaving the thing half finished. Schnappen wir uns mal so ein Rohr. Achso, jetzt sollen wir das hier zusammenbauen. Da würde ich sagen. Nee, nicht wirklich. Da. Okay. Hat er in der Ecke steht noch eins. Kann ich das auch nehmen? Weiß ich gar nicht. Zack. Man schraubt Rohre übrigens nicht mehr. Can't be right. Nee, nicht wirklich. Ich will das eigentlich in der Ecke haben. Los, go, go. Hallo? Ich kann es nicht greifen. Achso, ich kann das aber daran setzen wahrscheinlich. Und dann sieht man ganz gut, welches Teil fehlt. Aha, genau so ist es gemeint. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Oder aber, ja, das war der, der das Teil hier angebracht hat. Das ist ja auch schon mal sehr interessant. Das heißt, der Täter war hier, also höchstwahrscheinlich zumindest, und hat da ein bisschen dran rumgebastelt. Und vielleicht haben die sich dann hier gestritten. Und dann gab's aufs Maul. So, hier scheint jemand ein bisschen voreilig losgegangen zu sein. Okay, hier eine Zugfahrkarte von LA nach Seattle. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Was haben wir hier noch? Ein Bild von dem Typen? Und gucken, was wir hier noch so haben. Steht da was auf der Rückseite drauf? Hallo? Irgendwie kann er das nicht mehr als nur so ein bisschen hin und her bewegen. Was ist das hier? This must be Adrian's. Mach's mal auf. Aha. Stencil. So the glasses are a match. Ja, das stimmt. Gut, also haben wir schon mal einiges gefunden. Zu dem Brillenetui, hier wollte jemand schnell los. Aber das hier scheint auch nicht wirklich... Ist das sein Zimmer gewesen? Haben die denn getrennt geschlafen? Das ist ja sehr komisch, weil das sieht eher aus wie ein Gästezimmer, finde ich. Und das hier sollte eher das Schlafzimmer sein. Aber warum liegt denn sein Brillenetui da? Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Ja, die sehen jetzt nicht so wie die typischen glücklichen Eheleute aus, muss man sagen. Das würde mich ja mal interessieren, warum die denn so leben. Und was da drin ist, würde mich auch interessieren. Aber das hilft nichts. Aber hier ist ein Telefon, sehe ich gerade auf der Karte. Doch wo? Hier im Flur? Ah, da. Dann rufen wir doch mal eben bei der Erkennungszentrale an. Give me R&I. Putting you through now. Sehr gut. Phelps, 1247. Detective. I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, detective. One moment. Kavanaugh's bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks, ma'am.
Okay, also haben wir da auch was. So, schauen wir uns hier nochmal ganz kurz um. Hier ist nichts. Ein paar Flugzeuge. Steht er auf Flugzeuge, aber ist er Pilot oder irgendwie sowas? Man weiß es nicht. Ja, aber die sehen gut aus. Hoppala, gerade ein bisschen Schluck auf, Entschuldigung. Man sieht hier auch die Leute immer mal abgebildet, aber die stehen halt immer einfach nur nebeneinander. Man kann sich hier allen Scheiß angucken, aber die Bilder da nicht. So, jetzt haben wir gleich allen Crap durch. Was ist das eigentlich? Nee, ich auch nicht, aber ich wollte trotzdem wissen, was das ist. Na gut, dann reden wir doch nochmal mit der Dame. Huch, auf einmal sind wir beide wieder da. Genau, Schlachthausquittung. In the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. Okay, das glaube ich ihr. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Okay. Wahrscheinlich wollten die den eigenen Tod vortäuschen, vermute ich jetzt übrigens gerade mal so. Tippe ich jetzt mal wild in den Raum hinein. Zeug dahinlegen, Schweinchen schlachten, Blut überall verteilen und so. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Sie guckt zwar besorgt, aber jetzt nicht so, wie man sich das so vorstellt irgendwie, ne? Wenn der Mann stirbt oder eben vermisst wird, dann bin ich oder wäre ich bei meiner Frau in dem Fall nur ein bisschen entsetzter und ein bisschen trauriger. So, aber wir schauen uns jetzt mal kurz das hier an. Your husband frequents Kavanaugh's bar. How did you know that? Adrian practically lives there after work. Okay. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Okay, er war also geschäftlich da. Mhm, vielleicht hat er da ja irgendjemanden kennengelernt. Fragen wir ihn mal danach. Yes, he just bought a new pair. Eine neue, aber die war doch kaputt. So you disposed of the new pair after you killed your husband. You made a mistake in leaving the old pair behind. I never did. Huch, darauf wollte ich eigentlich auch gar nicht hinaus. How can you be so heartless, throwing around accusations at a time like this? Ich wollte da hin. Also der ist ein bisschen drastisch, der Typ. Ich wollte einfach nur anzweifeln, dass es eine neue war. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was gonna meet Frank for a drink. Okay, das kann ich mir gut vorstellen. So nothing out of the usual, then. Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early, too. He normally never leaves for the bar till about 7. Okay, dann fragen wir mal nach ihrem Alibi. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? Oh, what an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Okay, ja, das kann ich mir aber gut vorstellen, muss ich sagen. Ja, hier kann ich eh gerade nichts auswählen. Also ich glaube ihr, muss ich sagen. Anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. Okay, plus 20 Erfahrung, nicht schlecht.
Belohnung, 5 versteckte Fahrzeuge, was? Okay. Wohin rennt er jetzt? So what next? Make sure you cover all the rooms. We don't want to miss anything. Wir haben doch schon alles gesehen, denke ich, oder? So groß ist das Haus ja nicht. Warum kann ich sie eigentlich nicht zu den getrennten Betten befragen? Das frage ich mich gerade. Würde mich halt schon interessieren. Freund und Arbeitskollege. Ja, okay, also da, über den haben wir noch nicht so viel, über diesen Adrian. Okay, sie sagte, er reist viel nach Seattle, das kann ich mir hier auch vorstellen. Gut, also scheinbar haben wir noch irgendwas übersehen. Oder stand noch gerade irgendwas Abgehaktes? Achso, die verschiedenen Abteilungen, die wir dann durchgehen können. Können wir nochmal mit ihr reden? Nee, nicht wirklich. Ja, ich denke auch, dass wir gehen können. Ich glaube zumindest nicht, dass wir noch irgendwas übersehen haben. So, komm, wir fahren dann mal zu der Bar. Da bin ich mal sehr gespannt, was wir da so finden. Was liegt hier noch? Nichts Interessantes, wie es scheint. Na gut, diesmal fahre ich aber wieder. Weil irgendwie macht es denn ja doch Spaß. So, ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas übersehen haben. So, dann fahren wir mal zu der Bar. Da bin ich sehr gespannt. Was uns da jetzt erwartet? Oh lala. Wir fahren mal lieber hier geradeaus.